sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, jetzt sieht man endlich mal diese ganzen Sachen, die man so mit London assoziiert. Hallo, es ist jetzt der wievielte Tag? Der vierte. Also Dienstag sind wir angekommen. Dienstag sind wir angekommen. Also wenn wir Dienstag nicht mehr zählen, ist es der dritte Tag. Also Freitag ist heute. Und wir sind jetzt hier an der Baker Street. Und ja, wir haben vor, hier zum Madame Tussauds zu gehen. Also wir haben auch schon Tickets vorgebucht und so. Wir haben aber noch 2 Stunden Zeit, um da hinzukommen. Und danach wollten wir den ganzen Weg runterfahren zu Waterloo oder Westminster und uns da alles angucken, was so typisch britisch ist. Und ja, jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir uns schon recht finden. Also Madame Tussauds wird bestimmt gleich zu finden sein, weil das ist bestimmt auch ordentlich ausgeschildert. Ja, wir können ja erstmal gucken, wo es ist und dann wissen wir, wo es ist. Ne? Wir sind jetzt in Madame Tussauds. Hier ist das Licht rot, denn sie haben hier am Anfang so einen Catwalk eingerichtet, weil sie das offensichtlich lustig fanden. Wir haben jetzt direkt schon unsere Tickets fürs Dungeon und fürs London Eye gekriegt, weil wir das halt alles zusammengebucht haben. Und offensichtlich ist der erste Teil, durch den man geht, die Star Area, durch die wir jetzt laufen werden hier. I guess. Da ist Bollywood. Den einen kenne ich. Das ist der Ex-Mann von Katy Perry. Russell irgendwas? Ja, ich glaube. Und hier haben wir Leonardo DiCaprio. Der Hotte. Das sind die Bond-Menschen hier. Die Bonds. Die gesammelten Bonds. Welcher war euer Lieblingsbond? Mein Lieblingsbond ist Sean Connery. Sean Connery ist der coolste hier. Dann kann man sich hier neben George Clooney legen, wenn man Bock hat. Aber jetzt mal ehrlich, wer steht noch auf George Clooney? Ich meine, George Clooney ist was von Eis. So, und hier. Das soll Julia Roberts sein, glaube ich. Sieht ihr aber jetzt nicht so ähnlich. Dann haben wir Nicole Kidman. Hier sieht Nicole Kidman relativ ähnlich. Ich weiß nicht, wer er hier ist, aber er ist jemand, der gerne ein Foto mit Kate Winslet hätte. Da ist Kate Winslet. Und die Beckhams. Aber um ehrlich zu sein, interessiere ich mich gar nicht für die Promi-Section, sondern mehr so für die Historical-Section. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich unbedingt hierher wollte. Esther hätte darauf verzichten können, hat sie gesagt. Und Konrad hätte es wahrscheinlich auch nicht so gebraucht. Aber ich wollte unbedingt Heinrich den VIII. Und seine Frauen sehen. Jennifer Lawrence. Es ist wie überall in London extrem schwer, an irgendwas ranzukommen, weil die Menschen da einfach nichts kennen. Weißt du, die denken sich so, ich möchte jetzt ein Foto mit dieser Figur. Immer ein Bild von irgendwas. Und ich laufe jetzt so, oh, guck mal, Audrey. Ich finde, sie sieht sich schon ziemlich ähnlich. Ihr Gesicht ist ein bisschen zu rund, oder? Ja, sie sieht so. Das einzige Problem ist, dass man hier ständig extrem viel umecken muss und Treppen runter und es ist total schwer, irgendwie zu den Ausgängen zu kommen von den jeweiligen Bereichen, weil die Leute alle davor stehen, weil sie anstehen, um mit Steven Spielberg ein Bild zu machen oder so. Hier ist Sport. Ich kenne die alle nicht. Ich bin nicht so der Sportmensch. Cristiano Ronaldo kenne ich gerade auch so. Aber weiß jetzt auch nicht, muss es sein. Heinrich der Achte. Ich bin wirklich Heinrich der Achte. Das war jetzt hier gerade die Royal Section. Da hatten wir Elisabeth die Erste und Mary Stuart. So, das ist ja offensichtlich die Musik-Ecke. Auch nicht besonders ähnlich, ne? Ich habe das Gefühl, teilweise ist es auch, weil die Gesichter zu glatt sind irgendwie.
Chamber of Horrors kommt jetzt. Also, wir gucken, was das mal nächstes kommt. Und ist da Free Wi-Fi. Das ist scary. Man sieht nichts auf der Kamera. Es ist auch da. Oh. Scheiße, ich hab mich so erschrocken. Was, du hast dich erschrocken? Ja. Das ist der erste. Die Kamera kann leider überhaupt nicht an. Wie sind jetzt? Er hier stand da. Ich hab mich total erschrocken. Okay. Okay. It's time to put all the parts together and dress in the Horizon District. So, hier fahren richtig so kleine Taxen, in die man einsteigen kann. Und wir stehen jetzt hier an, um dann damit fahren zu können. Sie werden jetzt um 400 Jahre zurückversetzt und befinden sich in London zur Zeit von Königin Elisabeth I. Big Ben ist da hinten, aber das ist gerade ein bisschen schwer zu sehen, weil da ganz viele Menschen einfach stehen. Aber ich packe einfach ein paar Bilder davon rein, weil das uns zu anstrengend ist, alles zu filmen. Ich habe auch nicht mehr so viel Speicherplatz auf meinem Handy. Und der Akku ist fast alle, deswegen. Profi-YouTuber right there. Da ist Big Ben. Da ist Parliament. Wir fahren jetzt wieder runter. Es geht relativ schnell. Die Fahrt, aber es ist auch sehr, sehr cool. Schönes Gerüst vorne dran, deswegen sieht das gerade nicht so cool aus. Ja, es ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, jetzt sieht man endlich mal diese ganzen Sachen, die man so mit London assoziiert. Wenn man so denkt, London, da denkt man so Big Ben, die Brücke, House of Parliament und sowas. Ja, sehr cool ist das. Es flasht einen irgendwie extrem. Sieht alles richtig, richtig cool aus. Ein bisschen wie Hogwarts. Also, der Tag ist vorbei, es ist irgendwie spät, ich weiß nicht wie spät, irgendwas, ich weiß auch nicht, 9, irgendwie sowas. Wir waren heute in Madame Tussauds und es war sehr schön, also da waren wir zuerst, es war sehr schön da. Die Figuren fanden wir nicht so geil, vielleicht, weiß ich nicht, sind wir da einfach nicht so für gemacht, wir sind auch nicht so die Menschen, die sich neben Wachsfiguren stellen und, was? Was für ein geiles Fazit für Madame Tussauds zu sagen. Madame Tussauds war cool, die Wachsfiguren. Ja, ich weiß nicht, es war halt nicht so,
Es war halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte mir halt irgendwie vorgestellt, dass das mit der historischen Abteilung irgendwie größer ist. Und ich hatte mich besonders auf die Frauen von Heinrich dem VIII. Gefreut und die standen da nicht. Heinrich der VIII. Stand da so in die Ecke gepfeffert, aber es war irgendwie, es war einfach nicht das Wahre. So, ich weiß auch nicht. Aber es war schon ganz schön. Also es gab so eine Bahn. So eine, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also man fährt mit so einer Attraktion quasi. Und da fährt man dann so durch die History of London und dann hat man dann, weiß ich nicht, den Hof von Elisabeth I. und so eine Ecke mit der Pest und, ja. Und solche Sachen und Victoria und so und es war ganz cool. Und die Wachsfiguren bewegen sich dann auch und sprechen irgendwie oder machen irgendwie Geräusche und die Augen bewegen sich und sowas. Ja, das war ganz cool. Dann gab es so ein, 4D-Kino-Ding für die Marvel-Superhelden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Konrad hatte sehr viel Spaß dabei. Also 4D ist ja dann nochmal mit, ich weiß nicht, dass man Wasser abkriegt oder Luft. Oder da waren auch so Sachen in den Sitzen, die einen so gepiekt haben von hinten. Das war ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich glaube, die Kinder haben es alle sehr geliebt. Konrad hat es auch sehr geliebt. Manche erwachsene Frauen haben es so sehr geliebt, dass sie angefangen haben, rumzuschreien vor Freude. Aber ja, für mich war es das jetzt nicht so. Der Akku ist gleich. Also ich weiß nicht, wie lange das hier noch gut geht. Und ja, dann waren wir im London Eye. Das war auch sehr schön. Hat auch nicht so lange gedauert und man konnte sich hinsetzen. Das war so erst das größte Sorge, dass man da nicht sitzen konnte, aber man kann da sitzen. Es hat auch nicht so lange gedauert, es war alles sehr friedlich und es waren noch nicht so viele Menschen in der Kapsel da oder so. Man hat halt alles gesehen, das war ganz wunderbar. Dann sind wir über die Brücke gegangen, über die, was ist das, Westminster Bridge und haben uns den Big Ben angeguckt und Fotos gemacht, natürlich ganz viele, und die Houses of Parliament uns von außen angeguckt. Und dann haben wir uns noch Westminster Abbey angeguckt und dann sind wir mit der Northern Line zur Old Street gefahren, weil wir dachten, wir hatten im Reiseführer halt ein Restaurant gefunden, das ganz toll beschrieben war und so, aber die waren komplett ausgebucht und es war auch irgendwie sehr klein und sehr dunkel und sehr laut und so. Und dann haben wir stattdessen so ein kleines Restaurant gefunden, wo nicht so viele Menschen drin saßen, aber die waren ganz nett und wir haben da Pasteten gegessen, Esther und ich. Esther hatte eine Fischpastete und ich hatte eine Hähnchenpastete und Konrad wollte eigentlich Käsetoast, aber irgendwie gab es da Kommunikationsprobleme und sie haben mir mein Käsebrot gegeben mit gewärmtem Brot, irgendwie war es getoastetes Brot mit Käse dazwischen. Wir haben eben schon festgestellt, also der Brite, wenn der Toast mit Käse macht, dann muss er oben noch eine Scheibe drauflegen, weil die hier so auf Sandwiches stehen. Also das war offensichtlich überhaupt nicht möglich. Wir hatten das ja vorher besprochen, und so einfach Käse auf Brot draufzulegen und das dann warm zu machen. Ja, ja, das war es wohl. Also auf jeden Fall konnten sich das nicht vorstellen, dass wir nur eine Scheibe Brot haben wollten mit Käse drauf. Es war denen unbegreiflich. Ja, das war ganz lecker und die Pasteten haben auch sehr gut geschmeckt und so. Allerdings habe ich eine Glasscherbe in meiner Cola entdeckt nach der Hälfte der Cola und habe dann furchtbar Angst gekriegt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie Glas getrunken habe und weiß ich nicht, jetzt sterben muss und so. Aber ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Die Rückfahrt war ein bisschen anstrengend, weil irgendwie anscheinend die U-Bahn hier ab einer bestimmten Uhrzeit total unregelmäßig fahren. Also da steht da auch dann dran, ich weiß nicht, Hammersmith, City Line oder was weiß ich. Und man setzt sich dann da rein und andere Menschen hatten sich auch reingesetzt. Aber die ist dann irgendwie nicht losgefahren. Also die stand dann da ewig und 3 Tage und fuhr nicht. Dann haben wir uns in eine andere gesetzt und damit gefahren. Dann mussten wir wieder warten, bis die nächste losfährt. Und dann haben wir uns da rein und dann ging das wieder nicht. Und es war alles ein bisschen anstrengend. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und ja, dann haben wir noch, wir haben jetzt noch Karten fürs London Dungeon. Das haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft, weil die schon zu hatten, als wir da waren. Und ja, da fahren wir dann halt morgen hin. Westminster Abbey wollten wir uns vielleicht nochmal angucken und dann wollten wir uns noch Buchläden angucken, die wir rausgesucht hatten. Weil es morgen halt regnen soll, wollten wir die meiste Zeit dann drinnen verbringen. Bis morgen dann und so.